zwischendurch mal wieder hier in London. Ja, Leute, ja, aber was sind das denn für Ochsen, ey? Guckst du mal, ob da hinterm Zaun da noch was ist? Gut, danke. Team! Da hinten noch bei euch auf der Seite. Ihr seid alle wieder bei 90%. Geht mal richtig in die Aktionen. Ihr seid nicht hier, da unten, wo ihr den Ball habt. Das ist unser Feind. Nicht so, hier. So stehen wir hier. Tatsächlich permanent. Der nächste steht dahinter. So, und dann. Immer die Spuren auf. Komm, ihr habt sie! Komm weiter so, das wird besser! Lisa, was hat ihr braucht? Ja, Abi! Hängt so Leut, Mädels! Maren, du kannst gleich kommen. Komm, gewinn, Lena. Klasse gemacht da vorne. Kirsten, Kirsten. Wechseln, Lena nach links. Sehr gut. Ihr müsst was. Nein, Christi, sag's gerade jetzt. Nee, nee, ihr guckt bitte. Ich kann ihn halt von zwei wieder ran. Ja, also kommt aber Mund. Aufpassen. Mädels, Mädels, stopp mal kurz. Erstmal, Punkt 1. Na? Das darf nicht passieren! Komm, Hanna, Hanna, durchziehen! Gut so!
Julia! Anne! Im Zuge! Ganz streng! Und hol euch den Ball direkt wieder! In Schatten, Mädel. Schon, ne, wenn sie sich vor den Ball wirft. Laura, bleib ruhig. Laura, bleib. Okay. Und Laura gleich wechseln. Achim. Bei der Ecke könnt ihr weiterspielen. Habt ihr Gladbach?
schneller außen besetzen. Warum kannst du kommen, wenn du... Und unser Ball! Genau, Yvonne, richtig so! Laura, helfen, helfen, mach dich an! So, wir haben nicht viel Zeit. Wir werden jetzt wieder. Wir werden jetzt wieder Druck machen. Laura, gib Gas! Komm, super da! Komm! Kein Foul! Gut! Achim Kraus, Trainer aus Mönchengladbach, Gladbacher HTC. Zweites Spiel in der Regionalliga-Damenmannschaft hier in Krefeld. Das erste Spiel gegen ETUV Essen. Zwei Niederlagen, kann man das jetzt als Fehlstart erster Klasse bezeichnen?
Ich meine, 0 Punkte nach 2 Spielen ist mit Sicherheit kein guter Start. Wir haben aber so ziemlich das schwerste Auftaktprogramm, was man haben kann, mit Etow, Krefeld und Leverkusen. Das sind für mich ganz klar die 3 Mannschaften, die auch oben spielen werden. Wir haben in allen Spielen, also heute war ganz ähnlich wie das Spiel in Etow. Wir haben gute Phasen, in denen wir uns auch belohnen, in denen wir auch Tore schießen. Aber wir stellen uns mit unseren individuellen Fehlern immer wieder selbst ein Bein. Und das merkt man, das verunsichert die Mädels und wir belohnen uns letztendlich nicht. Unabhängig davon, der Sieg heute von Krefeld ist nicht unverdient. Sie haben einfach etwas mehr vom Spiel gehabt, auch etwas mehr Chancen. Nur wenn wir die kurze Ecke, 6-7 Minuten vor Schluss, die eigentlich schon drin war, reinmachen, dann gehen wir hier mit einem Punkt runter und dann würden wir nicht mehr von einem Fehlstart sprechen. Aber trotzdem, die Schlussphase, die gehörte ganz klar den Krefelderinnen. Ja, nachdem wir das 3-3 nicht gemacht haben, haben wir einfach nochmal alles nach vorne geworfen, bekommen dann das 2-4 und da merkte man, man muss auch ehrlich sein, wir haben 3 Ausfälle aus der Stammmannschaft gehabt, der 4. direkt nach einer Viertelstunde der ersten Halbzeit. Das können wir nicht kompensieren. Und gerade bei so einem Wetter, es ist wirklich heiß, ich meine, ihr habt es gemerkt, da gehen die Mädels um Zahnfleisch. Und wenn man dann kurz vor Schluss nochmal so einen Nackenschlag bekommt, da war es dann gegessen, gebe ich offen zu. Da hatten die Krefelder nochmal den Rückenwind von einem schönen geschossenen 4-2 und da war es vorbei für uns. Ja. Das waren 2 Auswärtsspiele für Ihre Mannschaft. Jetzt geht es ja auch mal zu Hause ran. Wie stehen da die Chancen? Ja, es war tatsächlich nicht ganz so. Das erste Spiel war zu Hause. Ja, genau. Wir spielen jetzt wieder in Leverkusen. Wobei ich ganz klar sagen muss, ob Heim- oder Auswärtsspiel, es gibt Plätze wie Dortmund zum Beispiel, die haben 9 Kunstrasen. Die sind sehr schwer zu bespielen. Ansonsten ist das kein großer Unterschied. In der Halle ist es durchaus ein Vorteil, zu Hause zu spielen, weil jede Halle ein bisschen anders ist. Auf guten Kunstrasenplätzen macht Heim- oder Auswärtsvorteil gar nicht so einen großen Unterschied. Wir sprachen in der Vorbereitung bei dem Freundschaftsspiel hier schon miteinander und haben so ein bisschen die Perspektive ausgeleuchtet für Ihre Mannschaft. Hat sich da irgendwas verändert? Nein, eigentlich nicht. Unser Ziel ist weiterhin, möglichst frühzeitig den Klassenerhalt zu schaffen. Ich gebe zu, nach einer eigentlich guten Vorbereitung hatten wir die Hoffnung, dass vielleicht auch mehr drin wäre. Aber pünktlich zum ersten Meisterschaftsspiel stellten sich bei uns die ersten Verletzten ein. Und es sieht im Moment so aus, dass mir 3 bis 4 Stammspieler dauerhaft ausfallen. Und da ist eine Korrektur der Saisonziele nach oben eigentlich unmöglich. Wir müssen halt nach den ersten 3 Spielen, da rechne ich das Leverkusen-Spiel noch mit ein, was sehr schwer werden wird, einfach gucken, dass wir gegen den Rest der Liga punkten, um einfach so schnell wie möglich unten aus dem Keller rauszukommen, wo wir auch nicht hingehören, dauerhaft. Da werden Sie auch wieder rauskommen, ganz bestimmt. Wir wünschen viel Glück dazu. Dankeschön. Frank Stegemann, Trainer der Mädels hier vom Krefelder HTC, hat ja ein heißes Wochenende hinter sich. Ich glaube, Freitag, Samstag noch Spiele in London. Wir sprechen gleich drüber. Dann rein ins Flugzeug, heute Morgen ganz früh, dann raus aus dem Flugzeug und jetzt hier als Trainer auf der Bank beim ersten Regionalligaspiel seiner Mannschaft, den ersten Damen des Krefelder HTC. Und das wurde dann auch noch gewonnen. Also es kann kein schönen Sonntag geben. Nee, das ist ein wunderbarer Einstieg in die Saison, zumal wir eben Aufsteiger waren und damit ist es eben nicht selbstverständlich, dass wir da eben auch so gut ankommen. Wir hatten gegen Gladbach, da haben wir uns das letzte Mal gesehen, Rolf, gegen Gladbach in Vorbereitung noch 3-2 verloren. Heute konnten wir einen 4-2-Sieg einfahren, der, wie ich finde, unterm Strich verdient ist. Aber so bei dem Spielverlauf kann man auch sagen, so ein Spiel kann auch noch mal kippen. Also insofern bin ich super happy, dass wir das über die Bühne geschaukelt haben. Dieses Spiel vor 14 Tagen oder 3 Wochen war es, glaube ich, dieses Vorbereitungsspiel in Gladbach hier an gleicher Stelle, hat der Trainer Frank Stegemann da irgendwelche Lehren draus gezogen, dass es heute ja funktioniert hat? Ich glaube, so kann man es nicht sagen. Also wir haben natürlich Lehren draus gezogen, aber wir haben dann auch heute nicht alles richtig gemacht. Also wir hatten nach dem Trainingsspiel gegen Gladbach auch noch andere Trainingsspiele, wo wir schon besser und stärker waren. Insofern war ich mit dem Spiel heute nicht wirklich zufrieden. Allerdings hat man eben auch gemerkt, dass beide Mannschaften, aber wir ganz besonders auch mit der Hitze nicht klargekommen sind. Also im Athletikteil haben wir offensichtlich ein bisschen geschlurrt in den letzten 2 Wochen. Haben wir zu früh die Intensität rausgenommen und hatten natürlich auch letzte Woche noch nicht unseren Saisonstart. Der ist verschoben worden und haben vielleicht auch deswegen noch nicht den Rhythmus gefunden. Trotzdem schien es so, dass die Mannschaft aus Krefeld besser mit den Temperaturen fertig geworden ist, denn die Schlussphase gehörte ganz klar dem CATC. Ja, ob das daran lag, dass wir besser mit den Temperaturen klargekommen sind, lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen, ich glaube es nicht.
Nee, aber die Gladbacher mussten dann was tun. Die wollten eben noch einen Punkt mit nach Hause nehmen. Und deswegen hatten wir Räume, die wir dann hinterher zunehmend besser gespielt haben. In der Zwischenphase haben wir eben da unsere Fehler gemacht und haben Gladbach einfach eingeladen, ins Spiel zurückzukommen. Da haben wir nochmal den Turnaround gekriegt. Und deswegen auch in der Schlussphase sah das eigentlich so souverän aus, auch wenn es sich nicht so souverän angefühlt hat. Wie ist das weitere Programm? Das weitere Programm. Nächste Woche geht es mit Essen 99 weiter. Und dann haben wir Etuf Essen auf dem Programm stehen, also jetzt zwei Essener Mannschaften. Die Etuf Essener haben jetzt letzte Woche gegen Gladbach sogar 7-3 gewonnen. Das heißt also, auch da sind wir gewarnt, wobei man natürlich so Ergebnisse nicht immer querrechnen kann. Aber in Essen 99 ist in den letzten Jahren auch traditionell immer eine starke Mannschaft im Mittelfeld gewesen, immer mit der Tendenz auch nach oben, hatten immer starke Leute dabei. Also wir müssen hier um jeden Punkt kämpfen, das ist uns klar geworden. Ja. Dein Gladbacher Kollege Achim Kraus, der zählt ja den CATC als Aufsteiger mit zu den Favoriten. Ist das Fishing for Compliments oder steckt da mehr hinter? Sagen wir so, wir haben natürlich auch miteinander geredet, wo wollen wir am Ende stehen und wollen wir uns überhaupt da irgendwas vornehmen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eigentlich an guten Tagen, wenn wir uns viel vornehmen und wenn wir das auch alles umsetzen, das ist ja immer so das der kritische Punkt, dass wir eigentlich mit jeder Mannschaft mithalten können. So, ergo, zählen wir damit auch zum Favoritenkreis? Ich weiß es nicht. Man muss so eine ganze Saison bestehen. Um aufzusteigen, darf man sich eben keine Schwächen leisten. Da muss man eben auch die Spiele gewinnen, die dann eben nicht so doll laufen. Heute haben wir damit mal angefangen. Aber lass uns dann eben erstmal gegen die Favoriten spielen. Ich glaube, Etuf ist mit in dem erweiterten Aufstiegsfavoritenkreis. Und dann ist natürlich ganz klar Leverkusen zu nennen, die ganz knapp nur gescheitert sind letztes Jahr in Raffelberg. Wenn wir die erstmal gespielt haben, dann kannst du mir die Frage nochmal stellen. Dann hoffen wir, dass all die guten Tage der Mannschaft und die Daten der Spieltermine alle aufeinander passen. Da kann ja nichts schief gehen. Nee, genau. Also so muss es gehen. Genau. Danke. Danke dir. Tschüss.